Es ist wunderschön, wenn weiße Flocken vom Himmel schweben und die Landschaft wie mit Zuckerguss überziehen. Der Kranz besteht aus weißen Muffinförmchen. Die Deko des Kranzes könnt ihr nach euren Wünschen gestalten. Viel Spaß dabei! So sieht der Kranz ohne die Federboa aus. Entscheidet selber, was euch besser gefällt. Für die Bastelarbeit benötigt ihr nun folgende Materialien. Ein Styropor-Halbkranz mit einem Außendurchmesser von 22 cm. Eine Kerze, dann habe ich hier eine Federgirlande oder Federboa. Hier habe ich Zweige in Silber gehalten. Dann habe ich diese beliebten Tannenbäumchen in zwei verschiedenen Größen. Das sind Styroporkugeln, die ein wenig glitzern. Dann habe ich hier einen Schneemann. Ihr könnt auch jede andere Figur nehmen oder andere Schneemänner. Ein Schneemann gehört nur zu der Winterlandschaft dazu. Dann habe ich hier eine Perlengirlande mit großen Perlen, zwei Perlensstecknadeln mit einem Durchmesser hier oben von 1 cm. Wichtig sind die Backförmchen. Der Rand ist 3 cm hoch. So eine Schachtel enthält meistens 100 Förmchen. Von dieser Schachtel brauche ich 4 Stück und einen Heißkleber und eine weiße Pappe. Und zum Ganzen natürlich, das hätte ich fast vergessen, gehört natürlich die Schere. Für den Kranz brauchen wir jetzt einige von diesen Muffinförmchen. Hier habe ich 3 Stück zusammen. Und zwar gibt es dabei immer diese Vertiefung. Bei diesem Kranz, den ich hier habe, habe ich jede Vertiefung eingeschnitten. Ich meine, das ist nicht unbedingt nötig. Bei diesem habe ich jede zweite Vertiefung eingeschnitten. Das reicht auch. So, das mache ich jetzt mal. Und zwar schneide ich, wie gesagt, jede zweite Vertiefung bis zum Rand ein. Dabei müssen die Förmchen schön so zusammenliegen. So, das habe ich hier schon mal rundherum gemacht. Dann braucht ihr nicht so lange zu warten. Dann nehme ich die Teile auseinander, schneide jedes Förmchen so etwas über die Mitte hinaus ein und raff das dann so zusammen, dass diese Ränder gleich hoch sind. So sieht das dann aus. Und hier unten, das drehe ich einfach fest. So, von diesen Sachen muss ich jetzt viele herstellen. So, ich zeige euch mal, wie die aufgeklebt werden. Und zwar zunächst klebe ich hier eine Reihe, also einen Ring auf. Und zwar gebe ich dann einfach hier den Klebstoff auf und setze die so nebeneinander, so dass das hier schön geschlossen ist. Damit man nachher diese Klebekanten oder diese Klebekanten nicht sieht, habe ich ja meine Pappe, und ich zeige euch das mal, wie das beim anderen Kranz aussieht. Da habe ich nachher einen Ring mit einem Durchmesser von 23 cm geschnitten und den darunter geklebt. So. Wenn ihr das rundherum geklebt habt, also im unteren Bereich, folgen die nächsten. So, ich schneide noch mal eben eins ein. So ein bisschen über die Mitte hinweg, raff das noch mal. So, und dann drehe ich das hier unten. Und jetzt, wenn ich das anklebe, biege ich das untere so hoch, das untere Teil,
trage hier Klebstoff auf und drücke das hier unten an den Rand an, sodass es nachher alles schön voll ist. Wenn jetzt mal Zipfel überstehen, dann schneide ich mit der Schere das nachher alles schön gleich. So, der Kranz, der fertige Kranz sieht so aus. Jetzt nehme ich als erstes mal die Kerze, setze die hinein, so damit ich ungefähr weiß, wie ich das andere dekorieren will. So, hier habe ich die Tannen. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich die so in den Hintergrund positioniere. Es gibt die Tannen auch zum Stecken, aber diese haben halt den Untergrund hier. Den klebe ich jetzt einfach mal hier fest. So, eine Tanne. Ganz in den Hintergrund setze ich die große. So, das muss jetzt schon antrocknen nach. So, und hier kommt noch eine hin. Dann habe ich meine Zweige und die Perlengirlande. Ich muss das mal eben alles so ein bisschen nach vorne holen. So, hier habe ich erstmal meine Perlengirlande. Die lege ich um die Kette, um die Kerze und verklebe den Rand. So, die brauche ich nur an einer Stelle festkleben. Es geht nur darum, dass das hier so schön abgeschlossen aussieht. Dann habe ich hier meine Zweige. Da schaue ich mal, wie ich die positioniere. So, die kann ich gut einfach mit der Perle feststecken. So, vielleicht sollte ich durchs Blatt stechen. Ich glaube, dann hält es besser. So, das mache ich mit diesem Teil auch. So, wenn ihr das nur feststeckt, könnt ihr die Zweige später nochmal gebrauchen, falls ihr eine andere Bastelarbeit in Angriff nehmt. Hier habe ich nun den Schneemann, den setze ich hier so mit rein. So, und damit das Ganze schön winterlich aussieht, ergänze ich hier noch von den Styroporkugeln so einige, die so ein bisschen an Schneebälle erinnern sollen. Ein paar hatte ich ja schon aufgesetzt. Das mache ich jetzt rundherum. Um die Winterlandschaft jetzt komplett zu machen, habe ich noch eine Federboa einfach um den Kranz gelegt. Da klebe ich nichts fest, die lege ich einfach nur rum, dann kann ich die auch immer mal wieder verwerten. Seid ihr auch schon im Bastelfieber? Wenn ihr an weiteren Bastelideen von mir interessiert seid, dann abonniert doch meinen Kanal, denn dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video im Netz ist. Bis dann, eure Angelika Kipp.